Moin und herzlich willkommen zur 401. Folge Let's Play LS17 Nordfriesischer Marsch, 4 Farm Map Unigreben 2-1. Also erstmal vielen Dank nochmal an unsere ganzen Abonnenten, die hier alles möglich gemacht haben. Zum Stand der Aufnahme sind es über 700 Abonnenten. Hammer, am Meer, hätte ich nie gedacht. Nach 400 Folgen. Das ist echt krass, echt krass. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich habe beschlossen, wenn ich die 1000 Abonnenten-Marke knacke, dann gibt es einen 10-Stunden-Livestream an einem Samstag, irgendwann danach. Also, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt dann direkt der Samstag nach dem Erreichen der Marke ist oder eine Woche oder zwei oder so später. Auf jeden Fall gibt es fürs Erreichen der 1000 Abonnenten-Marke gibt es einen 10-Stunden-Livestream. Versprochen. So, und wir sind immer noch dabei, hier fleißig vollautomatisch Ballen zu pressen und einzulagern. Und dazu ist hier wieder mein Wägelchen unterwegs. Verkaufen auch parallel hier vorne, müsste man da hinten irgendwo sehen. Da fährt der Radlader bei der BGA. Ja, der ist gerade im Silo wahrscheinlich. Hatte gerade durchdrehende Reifen. Macht aber nichts. Da kommt er gerade rausgefahren. Das läuft also. Wunderbärchen. Und das hier mit dem Ballen. Beziehungsweise Gras sammeln und dann zu Ballen pressen und einlagern. Das funktioniert inzwischen auch super. Da haben wir überhaupt keine Arbeit mehr mit. Nach vielen Ausprobieren, viel hin und her, klappt das einfach mal so. Das ist für euch auch eine Erleichterung, weil das funktioniert ja nicht nur bei Gras so. Das wird dann auch bei Silage so funktionieren. Da muss ich nur die Go-Weil wieder umbauen, dass ich auch Silage pressen kann. Ich werde also wohl zwei Go-Weils in Zukunft haben, weil ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das einstellen kann. Dafür bin ich zu wenig in dieser Lua-Scripting-Geschichte drin. Da könnte man das bestimmt einstellen, dass wenn der Ballenwickler aus ist, dass er dann wirklich Grasballen macht und wenn er an ist, dass er automatisch Silageballen macht. Ich habe es noch nicht rausgekriegt. Wenn das jemand von euch weiß, wie das geht, immer her damit mit den Ideen. Ja, und wir haben jetzt endlich Zeit, um uns um andere Sachen zu kümmern. So, ich steige mal aus. Ich will hier vorne nochmal eben, da ist unser Radlader. Da ist auch nicht mehr viel drin. Ah, 727.000 Liter noch. Okay, naja. Gut, kann man machen, nix. Muss man nebenhin. Und hier ist unser anderer Ballensammler. Funktioniert ja auch einigermaßen. Der fährt ab und zu mal ins Wasser, wo ich noch nicht genau weiß, warum er das macht. Und ja, die Ballen liegen eben nicht gerade. Ich glaube, mit Quaderballen wird es besser gehen, weil die nicht wegrollen, wenn sie aus der Presse fallen. Aber wir haben nun mal keine Quaderballen. Wir haben nun mal Rundballen. So, und das sind 1,30 Meter große Rundballen. Und die bringt er jetzt automatisch schön zum Lager. Very nice. Das gucke ich mir mal eben an, wie er die ablädt. Und dann kümmern wir uns auch tatsächlich endlich mal um Produktion. Plus mit Gelaber dann und mit Ballen gucken. Dafür haben wir es ja automatisiert, dass wir uns nicht hier 3000 Folgen am Stück mit Ballen sammeln aufhalten müssen. Und sind weg. Schon haben wir hier echt ein ansehnliches Lager an Ballen. Gut, wir machen weiter. Da steht die Go-Weil.
Sollte laufen. Läuft nicht. Warum nicht? Irgendwie ein Bein drin, aber ja, und jetzt läuft sie. Gut, okay, lag wohl an dem Ballen, der da drin war, wie auch immer. Aber Grasballen raus, wird nicht gewickelt und verschwindet. Die Sache ist eben, wenn ich jetzt den Wickler einschalte, dann wird der Ballen zwar gewickelt, aber bleibt ein Grasballen. Gut. Genug davon. Das heißt aber auch, dass wir eigentlich die Ballenpressen bald nicht mehr brauchen. So, zu dem wollte ich eigentlich. Mal gucken, wie weit sieht es denn hier aus? Die sind alle voll, die muss ich alle leer machen. Ach Quatsch, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte die ja. Lass ich mal. Nein, nicht dagegen fahren. Ich lasse das mal hier. Damit das weiter produziert, weil die will ich dann erst abholen, wenn sie voll sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sind so angebrochene Paletten drauf, das ist ja auch nicht schön. Wie ich die denn jetzt erstmal hin? Muss ja jetzt hier irgendwo mal Platz haben, wo ich die mal eben zwischenlagern kann. Hier ist alles voll mit Paletten. Da muss ich unbedingt aufräumen. So. Hier bringe ich die hin. Und hole die dann nachher ab und bringe die schön ins Lager. Hier so viel zum Lager fahren, das ist unfassbar. Ich will jetzt hier einmal alles wegholen. Ist mir jetzt auch völlig egal, ob das jetzt voll ist oder nicht.
einmal alles weg. Mal alles ins Lager. Steht hier immer alles rum. Und davon wird es auch nicht besser. Ja, wohin die Palette auch jetzt schon wieder verschwunden ist. Wo auch immer die liegt. Ja, ich weiß, man kann in der Vehicles XML kann man da was einstellen. Also kann man die wiederfinden, ich weiß. Muss hier auch wieder unbedingt Kompost verteilen. Sehe nichts. Pellets, keine Pellets mehr da, haben wir alle schon verkauft. Los. Hier sieht das aus. Und es ruckelt. Ja klar, hier liegen ja auch tausende Paletten rum. Deshalb, die müssen hier alle weg. Schön. Thank you.
Ja, meine lieben Leute, ihr hört, die Zeit ist um. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo. Ja, Freitag ist wieder ein Livestream. Samstag auch. Und denkt dran, wenn ich 1000 Abonnenten erreicht habe, dann gibt es einen 10-Stunden-Livestream. Ich weiß nicht, ob das ein Anreiz oder eine Abschreckung ist, das kann ich nicht sagen. Aber, das habt ihr ja selber in der Hand, wenn man es mal so sagen will. Das könnt ihr beeinflussen. Also nicht, ob das jetzt eine Anregung oder eine Abschreckung ist, aber ob es einen Livestream gibt, also einen 10-Stunden-Livestream gibt oder nicht. Ja, auf jeden Fall vielen Dank immer fürs Zuschauen. Kommt auch bei Facebook vorbei und auf meiner Homepage. Nein, da wollte ich gar nicht drauf drücken. Da wollte ich drauf drücken und da wollte ich drauf drücken. Und schaltet gerne morgen am Donnerstag wieder rein zur nächsten Folge Let's Play LS17. Und ich sag dann erstmal ciao.